die sehr schön klar macht, worauf es beim Thema Erfolg ankommt. Das kam alles schon aus den Wortmeldungen, aber die Geschichte macht ein Bild, was ihr nie wieder vergessen werdet. Wir waren die letzten 5 Tage auch selbst bei dem Training, haben uns richtig durch die Mangel drehen lassen. Das sind relativ verrückte Kerle, die das machen. Es geht von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Pausen macht der Trainer nicht. Also die Teilnehmer waren halt auf Klo. Aber so, solche Leute sind das. Und der eine von denen ist ein 70-Jähriger. Der sieht aus wie Anfang 50. Ja. Harter Typ, der gut macht er extra, nicht? Trägt einwandfreie Anzüge, darunter aber ein echt enges T-Shirt. Kann er auch tragen. Also steht ihm. Und er hat erzählt, in den 80er Jahren, kam ein Olympia-Athlet zu ihm und hat gesagt, ich glaube es war, weiß nicht was das war, 1500 oder so. Er konnte sich auch nicht mehr ganz genau erinnern, aber er ist, sagen wir mal, er war Meilenläufer, weil es ein Ami war. Und er sagte hier, ich bin auf einem Plateau, ich werde nicht schneller, ich bringe keine Leistung, meine Karriere ist im Eimer, kannst du mir helfen? Jetzt war dieser Typ, Joseph heißt er, Joseph McLendon III. Nennt er sich. Joseph McLendon III. Hat nun echt keine Ahnung von Sport, außer darüber, wie man einen echt schicken Körper kriegt, um seine 12 Stunden Training zu machen. Sagte, alles klar, ich kann dir helfen, aber als erstes musst du mir genau dein Ziel sagen. Sportler, die Augen kippten nach links oben, wo die Leute die Zukunft abrufen. Ist bei euch allen passiert, sagte, ich habe noch eine Chance, ich bin Mitte 30, ich habe noch eine Olympiade, danach bin ich durch. Bei dieser Olympiade will ich eine Medaille. Joseph sagte, was für eine? Wir müssen schon echt ein bisschen genau haben. Er sagte, ist mir egal, ich habe noch nie eine Medaille mit nach Hause genommen, egal welche Farbe, ich will eine Medaille. Okay, sind deine Ziele? Hättest du Gold gesagt? Hätten wir Gold geholt, aber es sind deine Ziele, kein Problem. Als erstes ist er hingegangen und hat die Strecke vermessen. Sagen wir mal, es war eine Meile. Und hat die ausgemessen, aber nicht auf dem typischen Rundlauf in einem Stadion, sondern geradeaus. Warum meint er, hat er das gemacht? Er lief nicht im Kreis wie vorher. Sebastian, weil man ansonsten seine typischen Punkte hat, an denen man sich orientiert. Aha, zack, in der Kurve sind 250 Meter, Ende der Kurve 400 und fertig. Läuft man jetzt mal eine Strecke geradeaus, hat keine Orientierung, dann erlebt man das von vorne bis hinten. Ja. Sebastian, ne? Sebastian. Ja. Also das Erste, was der gemacht hat, ist das Musterbrechen. Meilenläufer, wenn Sie mal gucken, was Sie schreiben, die können das gesamte Rennen im Kopf durchgehen. Dauert ja nicht lang, nicht? 3,5 Minuten. Jeden einzelnen Schritt. Solange wir natürlich jeden einzelnen Schritt im Kopf abgespeichert haben, ist der halt abgespeichert auf die Zeit, die Sie auch immer haben. Sagen wir mal 100. 100 ist das, einfach 100% seiner Zeit, die er vorher hatte. Ich kenne die Zeiten nicht gut genug, um da vernünftig drüber zu reden. So, jetzt sagte er, ich coach dich, aber es gibt 3 Regeln. Regel Nummer 1 ist, du tust, was ich sage. Sonst habe ich keinen Einfluss auf das Ergebnis. Klingt vernünftig, oder? Regel Nummer 1, du tust, was ich sage. Regel Nummer 2 ist, wenn ich dir sage, was du tun sollst, dann diskutierst du nicht mit mir. Aber schwierig. Ja, okay, du hast 3 Schüsse frei. 3-mal diskutiert und es ist Schluss. Regel Nummer 3, sagte er, du bezahlst mir ein Schweinegeld und das im Voraus. Egal, was passiert. So, warum Regel Nummer 1? Ich muss ganz einfach, ich will die Hilfe von jemand anders.
lassen, ja, und wenn er die Hilfe leisten soll, dann nach seiner Art. Muss er auch schon machen, was er ihm empfiehlt. Warum Regel Nummer 2 wird nicht diskutiert? Weil ich es zerrede sonst. Es zieht wahnsinnig Energie. Wenn man sich selber erzählt, warum es nicht anders geht, das ist genauso wie dieselbe Meile im Kopf immer wieder gleich schnell zu laufen. Warum Regel Nummer 3? Zahlst du mir 1 Million und die vorab? Das ist die Motivation. Beides. Also Joseph sagt dazu, weil ich echt gerne schöne Dinge mag. Aber ich glaube, es sind beide Effekte. Der Mann ist wenigstens ehrlich, oder? X-facher Millionär. So, 3 Regeln. Es ging folgendermaßen los. Also, der sagte, morgen früh aufkreuzen, ich habe die Strecke ausgemessen. Seine Trainer natürlich mit dabei, also die was vom Laufen verstehen. Und der sagte, hier laufen. Und der kam durch mit 1,02. Kam durch. Oh, Scheiße. Joseph. Das machst du nie wieder. Jetzt richtest du dich auf und du fängst an zu feiern, als ob du die Medaille gewonnen hättest. Hey, das war eine Scheißleistung. Noch langsamer als sonst und das noch nicht mal auf den Hundekurs, sondern geradeaus. Gegen welche Regel wurde verstoßen gerade? Das ist eher. Ja, Regel Nummer 2. Junge, du hast noch 2. Guckst du dich um zu deinem Trainer und so? Joseph sagt, okay, geh wieder an den Start. Lauf nochmal. Ja, ey, du kennst dich nicht aus. Wir Meilenläufer, wir laufen nicht zweimal hintereinander unter Rennbedingungen. Regel Nummer 2. 2. Verstoß. Ey, du hast noch einen. Ich gehe mit der Million nach Hause. Ich habe da überhaupt kein Problem, sagte er. Also wieder an den Start. Lief wieder. Können Sie sich vorstellen, was rausgekommen ist? Irgendwie 1,05 oder so. Wird natürlich langsamer in einem Tag, aber am Ziel, sagt er, feiern. Der Typ also wieder. So, 5-mal hintereinander gelaufen, jedes Mal natürlich langsamer, aber er hatte die Anweisung, sobald du über die Ziellinie kommst, feierst du wie blöd. Was passiert denn jetzt? Mal vielleicht die Ecke. Bitte. Er kommt wahrscheinlich gut gelaunt nach Hause, weil er nicht das Gefühl hat, er hat versorgt, weil wenn du selber laufst, du kannst ja auch einreden, dass du gut gelaunt bist. Du hast das Gefühl, als wie es wäre, wenn du gewonnen hättest. Super Vorgeschmack. Ja, 2 Effekte, Mann. Der Mann gehört immer noch zum schnellsten Millionste dieser Welt. Mit den Zeiten, die er hat. Hat sich aber selber die ganze Zeit jedes Mal untergemacht. Ich meine, wie krank ist das? Du gehörst zu dem schnellsten Millionstel auf dieser Welt und machst dich die ganze Zeit selbstfertig dafür. Wie blöd ist das? Aber ich vermute auch, der wird bessere Laune gehabt haben. Du hast doch gedacht, okay. So, 2 Tage später lässt er denn wieder antreten. Macht aber was Fieses. Verschiebt die Windkante. Merkt ja keiner. Ist ja kein Rundkurs. Was passiert? Der läuft und läuft natürlich langsamer. 1,03 oder so, langsamer als die 100, die er vorher hatte. Aber was muss er machen? So, alles klar. Du hast es verstanden. Weiter durch. Weiter durch. Und läuft so lange mit dem Meister, bis er hier auf 100 ist. Wieder 2 Tage Pause. Legt die Linie zurück auf die ursprüngliche Distanz
Und der Typ läuft den 99. Worauf Joseph seine Million eingesackt hat. Und der Olympiateilnehmer seine Silbermedaille. Joseph hat keine Ahnung davon, wie man Meilen läuft. Auf mein Zeichen dreht sich mal jeder auf seinen, zusammen mit seinem Partner und überlegt kurz, was das mit unserem 100%-Club zu tun hat. Einer geht mit Live oder Jürgen zusammen. Also hier vorne an der Ecke fangen wir an und dann geht's auf. Leider eine unklare Zahl. Und alle anderen mit dem, der neben ihm sitzt. Ne? Also, danke.